Und damit jetzt zum Sport, wo es heute eine Erfolgsmeldung gibt. Lukas Weißheidinger hat bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in München den Finaleinzug locker geschafft. Der Innviertler ist damit am Freitag im Kampf um Gold, Silber oder Bronze mit dabei. Für Weißheidinger und Trainer Gregor Högler ist es ein Qualitag ohne großes Zittern im Münchner Olympiastadion. 65,48 Meter im zweiten Wurf. Damit ist der Taufkirchner als Fünfter übermorgen locker im Diskus-EM-Finale der besten 12 mit dabei. Ja, es war ein solider Wurf, es war jetzt nichts Spezielles, aber genau ein Quali-Wurf einfach. Passt perfekt. Auf Fanunterstützung aus dem nicht allzu weit entfernten Innviertel kann Österreichs Leichtathletik-Aushängeschild bei seiner quasi Heim-Europameisterschaft bereits heute und auch im Finale bauen. Ich freue mich, dass sie da sind. Am Freitag soll ich dann nur mehr kommen und ich kann ja auf alle Fälle gut brauchen. Schließlich zeigt die Qualifikation heute, auf die Besten fehlen doch einige Meter. Beim Finale werden die Karten aber wettertechnisch neu gemischt. Es wird am Freitag wahrscheinlich Regen geben und es wird sehr kalt. Das wird spannend und auf das freuen wir uns. Freuen darf sich bei heute noch großer Hitze auch Ivona Dadic im Frauen-Siebenkampf. In den ersten beiden Bewerben über die Hürden bzw. im Hochsprung schafft die ehemalige Vize-Weltmeisterin aus Wels jeweils Saisonbestleistungen und liegt auf dem 11. Zwischenrang. Und das nach langer Verletzungspause samt verpasster Weltmeisterschaft. Ich habe gesagt, alles was davor war, zählt nicht. Es werden jetzt die Karten leicht gemischt und jetzt ist wichtig, dass ich einfach weitermache und hoffentlich nur ein paar weitere Saisonbestleistungen fallen und dann kommt ein guter Mehrkampf dabei raus. Eine Medaille darf man von Dadic aber derzeit nicht erwarten, sehr wohl aber von Lukas Weißheidinger beim möglichen Diskus-Finalregen am Freitag.